Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und willkommen in Lübeck, genauer gesagt im Europäischen Hanse-Museum. Und wie wir da schon sehen an diesen Flaggen, die sich vor diesem sehr ehrwürdigen alten Gebäude aufgebaut haben, befindet sich da drin eine Lego-Ausstellung. Genauer gesagt die Ausstellung Hanse Stein Reich. Und wer Lust hat, also in Lübeck das noch zu sehen, der hat die Chance bis zum 7. November 2021 im Hanse-Museum und wird dort einiges zu entdecken haben. Die Hanse war das bestimmende Handelsbündnis in der damals bekannten Welt. Lübeck war ihre Hauptstadt und wie wir da sehen, Kiel ist auf der Karte zwar drauf, hatte mit der Hanse aber eigentlich nicht mehr viel am Hut. Die waren zwar auch Teil der Hanse, haben sich aber nicht genug engagiert und sind dann wieder rausgeflogen. Ja. Und was wir erstmal sehen, ist hier ein Wappen von Lübeck. Und alle Modelle wurden erstellt von René Hoffmeister und seinem Team, beziehungsweise seiner Firma Brickfabrik. Und den kennt man ja als Brickmaster unter anderem. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wer sich schon immer mal gefragt hat, was eigentlich Parker von Hiddenside nach Einstellung der Serie so alles treibt, ja, jetzt wissen wir es. Sie nennt sich inzwischen Juna und führt durch die Ausstellung, virtuell zumindest, hier in dem Museum. Zusammen mit ihm hier, das ist Winnie Warendorp. Ja, beides fiktive Figuren, die aber unter anderem auch in einer Zeitschrift oder so einem kleinen Heftchen, das man mitnehmen darf, dort vorkommen, wo auch gerätselt werden darf und wo die gute Juna eine kleine Zeitreise macht und in den verschiedenen Bereichen, die wir gleich sehen werden, das sind so verschiedene Vitrinen, einiges, ja, entdeckt, erlebt und sie ist auch überall dort wiederzufinden. Ja. Er eben auch, er ist sozusagen der Einheimische in dieser Zeit irgendwo zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert, wo die entsprechenden Szenarien spielen und wie wir sehen, eine richtig schöne große Figur, wo insbesondere auch sein Hut und auch der Bart und auch das, was er so umgelegt hat, schön wallend wirkt. Das ist ja mit Lego auch nicht so ganz einfach. So, und jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Modellen. Hier haben wir zum Beispiel ein Kaufmannshaus aus dem 14. Jahrhundert und das ist nicht einfach nur so ein Haus, sondern da ist noch ordentlich was los, drinnen wie draußen. Also insbesondere hier drinnen, so ein bisschen Puppenhaus-mäßig. Aber es zeigt so ein bisschen, wie so ein Haus damals aufgebaut war. Es war natürlich nicht das Haus des normalen Menschen, sondern eben vom Kaufmann. Und da gab es einige sehr reiche Kaufmänner, insbesondere eben auch in Lübeck. Ich sagte ja schon, Lübeck war quasi die Hauptstadt der damals bekannten Welt, weil dort eben alles zusammenlief, was die Hanse anging. Und die Hanse ging dann die gesamte Ostsee längs bis hin zurück nach Russland, nach Norden, Norwegen auch hoch, auch so ein bisschen Nordseebereich. Und da merkt man schon, da ist Lübeck irgendwie relativ zentral für. Deswegen eben auch Lübeck als mehr oder weniger Mittelpunkt und auch bestimmender Ort im Gegensatz zu Kiel. Das erwähnte ich ja schon. Jo. Wir sehen hier auch drunter so ein bisschen was Grünes. Ja, das ist jetzt nicht ganz so spannend, aber drinnen und auch ein bisschen hier im Garten. Da geht es sogar so ein bisschen runter, sehen wir da. Da sehen wir so ein paar Enten, die da auch sind. Also man hat durchaus die Chance mit sogar so einem Krönchen dort. Also es sind überall auch so kleine Gags versteckt. Bis hin zum Herz auch beim Klotürchen, gerade eben, Lena, sahen wir links, die man dann schön hier entdecken kann. Auch unterschiedliche Augen. Da ist also nicht so 0815. Wir stellen aber mal ein paar Enten hin, sondern die sind ganz individuell geschaffen. Und hier haben wir dann so einen Brunnen. Immer mal auch so Leuchteffekte, die sich dann in diesen Modellen drin befinden. Und ja, einfach wirklich dazu einladen, da ewig bis 3 Tage sich rein zu vertiefen, wenn man das denn mag. Wenn man solchen Sachen gerne einfach nur schnell vorbei hechtet, ist man da auch in 10 Minuten durch. Ja, guck mal hier, da haben wir dann auch hier auch diese Locken zum Beispiel, die da bei ihm hängen. Und man hat eine gewisse Ahnung, wie so ein Haus eben dann auch aufgebaut war. Ach, wie süß. Das Baby hier mit diesen Augen auch dazu. Das Hanse-Museum ist übrigens direkt an der Trave gelegen. Das heißt also eher im Randbereich. Nicht von Lübeck, sondern von der Altstadtinsel. Also wenn man in Lübeck ist, dann wird man im Zweifel als Tourist immer die Altstadtinsel sicherlich besuchen. Und an einer der Ecken stecken eben diese Lego-Figuren hier, beziehungsweise die ganzen Lego-Modelle. Das Hanse-Museum ist übrigens jetzt nicht nur dies. Das ist quasi so eine kleine Sonderausstellung. Aber der Rest lohnt sich auch. Also das ist ein riesiges Teil, was alles Mögliche über die Hanse auch sowohl in digitaler als auch in serialer Version dann präsentiert. Vom Gefängnis
Gefängnis, da gucken wir nachher nochmal kurz rein, ja, bis zu alten Gemäuern und, wird da alles Mögliche präsentiert. Übrigens hier bei dem Modell auch nochmal mal ein paar Mäuse, die hier oben dann sich drin verstecken. Und das wird übrigens noch einige interessante Events dazu geben. Also ein Bauwettbewerb, der wird wahrscheinlich schon durch sein, mehr oder weniger, wenn dieses Video hier erscheint. Aber es gibt so eine Art After-Work-Treffen. Das fand ich eigentlich auch eine ganz lustige Idee. Da hat man dann die Möglichkeit, wenn man möchte, ich glaube, mehrfach am Donnerstag dann dort sich zu treffen als Erwachsener. Nach normalen Öffnungszeiten. Da gibt es dann wohl auch ein bisschen was, einen Snack und was zu trinken. Und wohl auch noch irgendwie ein bisschen was, so eine Art Workshop auch tatsächlich dazu. Ab 16 Jahren ist das. 8 Euro kostet der Eintritt. Kostet übrigens ansonsten auch der Eintritt als Erwachsener. Kinder kosten weniger. Auch erst ab 14 Jahren müssen die zahlen. Aber bei dem Event ist es ab 16 und da müssen alle jeweils 8 Euro zahlen. 120 Minuten dauert es und ist im August an jedem zweiten Donnerstag im Monat oder ab August. Ein schönes Hähnchen, was da auch auf dem Grill brutzelt, da sehe ich gerade. Wer mehr auch zu diesen Fan-Events und Ähnliches sehen und lesen will, der findet das auf der Webseite auch auf hansemuseum.eu. Ja, und dann gehen wir mal so ein bisschen durch die anderen Ausstellungsbereiche. Das ist jetzt sozusagen in der zweiten Halle, wo die Vitrinen dann stehen. Und das findet sich übrigens auch, diese jeweiligen Geschichten drumherum, dann in diesem kleinen Heftchen, das man mitnehmen kann. Und da sind wir jetzt nach dem Kaufmannshaus, während wir jetzt hier also die gute Juna, die angeblich 13 Jahre alt sein soll, nochmal in ihrem Schlauchboot sehen. Das, also, ja, geht auch mal. Ne? Ansonsten befinden wir uns im Mittelalter. Und zwar in diesem Fall in Neva, auf dem Weg nach Novgorod. Und dort wird umgeladen. So erfährt man auch in der Geschichte. Das heißt, da geht es dann auf einen Fluss. Da geht es mit der Kogge nicht weiter, sondern muss man dann gucken, dass man das alles erstmal wieder woanders raufpackt, um dann nach Novgorod eben zu kommen, um da die Waren feil zu bieten. Und wie wir hier sehen, auch ein schönes Lagerfeuer brennt da. Und das sind eben auch nur so ein paar Details, die ich hier zeige. Man hat da durchaus die Chance, noch ein bisschen mehr zu sehen. Auch hier der kleine Vogel auf dem Rücken des Schweines. Ja, mal sehen, wie lange der sich da denn hält. Auch interessante Bautechniken. Also wer so ein bisschen mit Lego sich dann auch selber mit eigenen Modellen beschäftigt, wird hier auch so ein paar Sachen entdecken. Also auch wie verschiedene Bäumearten also gebaut werden. Gut, die Schafe, die sind jetzt Standard. Er kommt da gleich mit der Schere angerannt. Aber da sehen wir auch jetzt zum Beispiel den Kirschbaum. Also es ist auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich jeweils gestaltet. Da kann man sich ein bisschen was abgucken. Oder hier, da ist der Pastor schon. So sieht das ja aus mit dem Kreuz da oben und wartet, dass die Ladung verladen wird. Ja, Segnung ist nie verkehrt. Wahrscheinlich bei solchen Geschichten. Also, ja. Das ist, wie gesagt, hier eine Vitrine. Da so ein paar von den Säcken, die sonst auch gerne der Weihnachtsmann mal durch die Gegend trägt. Und dann passieren da eben auch so kleine Geschichtchen. Wir werden es nachher auch sehen. Da gibt es mal einen Raubüberfall. Oder hier die Möwen, die sich dann an die Ladung ranmachen. Oder ein paar Bären, die sich dann Fisch geangelt, hätte ich beinahe gesagt, irgendwie geschnappt haben. Wahrscheinlich haben sie den auch irgendwo geklaut und nicht da im Wald gefunden, würde ich mal sagen. Und der hat mal eine Karotte. Ich sag mal, der hat aber ordentlich Karotte. Ja, es ist jo. Und schönes Wasser, was dort durch diesen kleinen Novgorodter, nee, ist es ja gar nicht, den Nevaner, also durch den Fluss mit den Entchen dann durchgeht. Da sehen wir es. Während ich da war, war es übrigens auch nicht sehr voll. Man muss übrigens natürlich Maske tragen, aber ansonsten kann man sich da frei bewegen. Dann geht es als nächstes in der Vitrine nach Brügge. Immer so kleine Tafeln, die einem erzählen, worum es da geht, weshalb das jetzt ein besonderer Ort auch war. Brügge war wohl auch einer der Hauptumschlagsorte. Oder da war in diesen alten Hallen, alten Hallen, die Möglichkeit, dann wohl alles Mögliche anzubieten, wenn man denn die entsprechende Lizenz zum Verkaufen hatte. Also das war in dem Fall eher wohl auch immer mal ein Problem, diese Privilegien, um das zu machen. Da gab es sogar mal, wie man dann erfährt, entsprechend einen Streikart, den man da gemacht hatte, wohl sogar über 2 Jahre. Und dann haben sie wohl nachher dann wieder
sich ein bisschen weichkloppen lassen und man durfte dann da wieder oder hat da irgendwelche Sachen dann erreicht. Wer genau was wissen will, der möge sich dort erkundigen. Ich will ja jetzt auch hier nicht alles verraten. Aber da ist ein bunter Trubel, muss man sagen, in diesen alten Hallen. Da ist ordentlich was los. Und wer sich jetzt ein bisschen wundert, dass es immer mal so ein bisschen shaky ist. Ja, ich habe aus diesen Aufnahmen gelernt und habe mir jetzt auch ein Gimbal gekauft. Das nur mal so am Rande. Also bei der nächsten Ausstellung, wo ich da mit der Kamera bin, wird es deutlich ruhiger, weil das Ding dann meine eigenen Bewegungen entsprechend ausgleichen wird. Jo, dann geht's an den Stahlhof in London. Mal nochmal eine ganz andere Ecke mit den Waren. Da hinten sehen wir auch immer, wo dann die Handelsrouten längs gingen. Bis eben hier auch nach London. Ja, schönes Schiff da, wie wir da sehen. Also ein schönes Segelboot mit auch einfachen gemachten Segeln. Drei große Platten und fertig. Dann noch ein bisschen da drauf an Symbolen und an Mosaik. Schon sieht's gut aus. Ja, das fand ich jetzt, die Vitrine war auch nett. Aber wir werden gleich sehen, da sind noch ein paar, die ich noch netter fand. Man hat aber immer die Chance, dadurch, dass die ja so komplett umgehbar sind, auch mal sich dann die Rückseite anzugucken. Und da sind dann immer mal besondere kleinere Gags noch drin, wenn man dann in die Räume guckt. Die sind hinten dann also wie so Puppenstuben auch so ein bisschen offener gestaltet. Auch schön. Ja, Hiddenside eben. Ist das nicht so ein Hiddenside-Schiff da? Fisch? Da freut sich Parker doch. Ne? Beziehungsweise, wie hieß sie hier nochmal? Luna, beziehungsweise Juna, genau. Ich sag ja, hinten kann man ein bisschen reingucken. Da sehen wir hier auch, da ist so eine Schreibstube und unten drunter werden die Fässer verladen. Auch wieder ein paar schöne Säckchen, die da rumliegen. Oder hier, ja, dass der die Kugel da an dem Bein hat oder am Arm, das ist wahrscheinlich auch so ein Problem eher der rechtlichen Art gewesen. War wahrscheinlich so ein Sträfling. Viele Flaschen. Da hat sich auch einer schon eine gegriffen, wie wir da sehen. Der hat sich da zwischen die Kisten gelegt. Und es ist wirklich auch für Kinder, glaube ich, ganz nett, da sich entsprechend die Sachen dann zusammenzusuchen. Am Anfang sagte ich ja schon, da sah man ja auch, da gibt es auch einen kleinen Film, der das Ganze nochmal erklärt mit den beiden Protagonisten. Auf nach Bergen, also nach Norwegen. Und hier steht hoher Norden, ja, wobei von Norwegen wiederum Bergen eher etwas südlicher gelegen ist. Auch hier sieht man Handelshäuser, es gibt einen Hafen, auch hier wieder Lichter, etwas andere Schiffe wieder, die hier angelegt sind, viele kleine Boote auch. Und sehr schön finde ich auch diese alten, also wenn man da mal in Bergen war, dann gibt es die ja auch noch teilweise, zumindest so in diesem Stil, diese Holzbauten, die hier direkt am Hafen stehen, diese Häuschen und mit so engen Gässchen dazwischen auch, das, ja, schön. Ich finde das wirklich, da kann man sich durchaus länger mit beschäftigen und reingucken. Da sehen wir hier diese enge Gasse, die man auch nur so richtig beobachten kann, wenn man von oben reinguckt. Also da muss man sonst sich so ein bisschen schon fast verrenken. Dann etwas, was auch in der Geschichte in diesem Heftchen drin vorkommt, der Stockfisch. Also der getrocknete Fisch, damit man den dann auch länger haltbar mitnehmen konnte zum Beispiel. Und hier sehen wir, da wird er dann auch produziert. Da haben wir sie wieder, da oben sitze und lässt sich da also irgendein Kürbis gut gefallen. Und ansonsten viel Lager. Süß. Da auch. Die Bettpfanne ist schon voll, aber der Bär wartet neben dem Bett. Finde ich auch eine süße Idee. Ja, gut, da oben ist dann eben Lagerraum. Das ist jetzt meistens nicht die größte Schönheit. Hier dann nochmal so ein Gässchen und Lampen sind immer schön. Lego, wenn ihr das hier hört, aber das wisst ihr wahrscheinlich selber, also irgendwas mit Beleuchtung ist einfach, macht jedes Modell irgendwie noch cooler und schöner, gerade in der Abendzeit. Und hier wird wohl in größerem Maße gekocht, wenn ich das jetzt mal so identifizieren würde. Viele Tochtköpfe auf langer Bank. Und da hinten, da ist sogar ein Rührbesen, der da geschwungen wird. Hier wird glücklich geputzt. So sehe ich nicht aus, wenn ich putze, aber warum nicht? So ist mit einem Lächeln geht alles einfacher und schöner. Ja, hier wird dann noch ein bisschen, ist so eine kleine Herberge wohl, wo da gegessen wird. Und draußen ist da ein bisschen was Grünes mit, das hatte ich ja schon gesagt, dem Überfall. Ja, so ein Haiermann, der da jetzt also gleich den Besitzer wechseln wird. Dann eigentlich das größte, im wahrsten des Wortes, hier mit 180.000 Teilen, 150 Kilogramm, Maßstab 1:8 und sehr prägnant in der Mitte des Raumes die Kogge. Da ist sie. Das ist wirklich ein großes Teil. Also man erkennt es vielleicht schon so ein bisschen, da hinten ist so ein Sitzstuhl oder so ein Sitzkarton. Das ist, ja,
Das ist schon ein großes, großes Ding. Ich weiß nicht, ob man sich da in die Mitte hätte reinstellen können. Dürfen tut man es natürlich nicht. Da ist allerdings auch eine große Krabbe. Ich weiß auch nicht, wie das Untergestell ist. Also das wird nicht von Lego selbst so halten. Und da ist auch kein Original-Lego-Teil da. Aber der Rest ist draußen Lego. Da wird sicherlich irgendwie ein Gerüst drin sein, damit das Ganze auch zusammenhält. Nee, aber ansonsten ist natürlich, glaube ich, beim Bauen auch viel Fleißarbeit, weil da einfach viele, viele Teile sehr gleichförmig versetzt werden. Inklusive hier auch unseres Handelsmanns. Ich weiß nicht, ob das wieder unser Hauptprotagonist hier ist, der gute Winnie. Aber könnte durchaus sein, weil um den geht es ja. Und wenn man sieht, oben, da haben wir sogar noch eine Flagge hängen. Der Stoff ist natürlich auch nicht der Original-Lego-Stoff, aber Herrgott, was soll's. Drumherum so ein bisschen Wellen gebaut und ganz drüber eine leichte Videoinstallation, werden wir gleich noch sehen, wo dann ein bisschen ja, Wetter gemacht wird. Apropos Wetter, man kann natürlich auch mit dem Auto hier anreisen. Lübeck ist ansonsten auch schön mit dem Zug erreichbar. Muss man zwar lange laufen, läuft aber schön. Am Holstentor dann vorbei durch die Altstadt. Aber wenn man mit dem Auto anreisen muss, sollte man auf der Webseite nochmal gucken, wo man da parken kann. Nämlich direkt gegenüber, während wir da gerade die Wolken sehen. Ja, da sind zwar vermeintlich offene Plätze, sie sind aber nicht freigegeben. Sondern das sind reservierte. Man ist mal so ein bisschen um die Ecke rum, da hast du einen Parkplatz und ein Parkhaus, also da findet man schon was, aber sollte man sich vorher mit beschäftigen. Hier als nächstes haben wir noch den Hansetag. Das heißt, wir sind also wieder in Lübeck und das, was wir da sehen, das würde der Hanse- oder beziehungsweise Lübeck-Besucher auch wieder entdecken. Das ist nämlich dann, wenn ich das richtig identifiziere, so wie es heute in Teilen zumindest noch da ist, nämlich das Rathaus mit dem Marktplatz davor. Auch hier schöne Maserung in dem Dach. Auch hier passiert eine Menge. Also da wird gereist, es wird gefeiert und es wird ordentlich gebechert und gegessen. Und wir werden gleich sehen, da hinten hängen sogar kleine Bilder dann in dem Raum, während wir die Juna auch da entdecken. Und da oben diese Wappen, wie sie auch, glaube ich, in diese Täfelungen sich tatsächlich noch, ich war schon lange nicht mehr drin, aber ich glaube, in dem Rathaus da auch teilweise in den Räumen dann wieder entdecken lassen. Also, ja, der Hansetag übrigens, deswegen sind da alle so fröhlich und glücklich, ist so eine Art Fest, was so an mehreren Tagen hintereinander gefeiert wird. Und das soll das hier eben darstellen. Auch schön mit diesem Gebälk da oben, was also auch man eigentlich nur sieht, wenn man von unten mal ein bisschen guckt. Aber daran merkt man auch wieder, selbst mit wieder einer Maus und da allem Möglichen, wie viel Details und wie viel Liebe hier auch in diesen Modellen steckt. Also René, Respekt. Das ist nicht nur so einfach dahin, sondern richtig cool gemacht. Und wirklich schön auch so, dass man da eine Menge wiederentdeckt. Man kann übrigens, wenn man möchte, das ist offiziell auf der Webseite auch zu finden, man kann das Ding sich auch nach Hause holen, hätte ich beinahe gesagt. Naja gut, wenn man selber ein eigenes Museum hat, kann man es mieten. Das fand ich witzig, dass das geht. Kostet allerdings auch ein bisschen Geld. Also, und man muss für den Transport, der kostet nochmal mehr. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, 20.000 Euro für 3 Monate. 5.000 für jeden weiteren Monat. Zuzüglich Aufbau und Transport. Ab Juni 2022 hätte man die Chance, also sich das etwas andere Ausstellung zu Hause hinzustellen, ist natürlich auch ein bisschen eine Platzfrage. Ja, Ausstellungsfläche sollte so um die 300 Quadratmeter sein. So sagt das zumindest René, beziehungsweise die Brickfabrik, die das Ganze ja dann gemacht hat und auch sicherlich gerne weiter vermarkten möchte, dass es auch weiter wandert. Eben bis November ist es allerdings noch in Lübeck. Das ging ja also erst nächsten Sommer. Guck mal, hier auch da schön auf dem Marktplatz sogar hier der so ein Bär, der dann da auf der Bühne steht. Ja, cool. Und auch hinten sind da noch so ein paar Stände, wo man da so ein bisschen gucken kann, ein bisschen flanieren kann. Da sehen wir es. Also, auch so ein Banner, was da mitgetragen wird. Und die hat einfach mal Wasser verloren. Da ist einfach so ein Einer drunter und schon sieht man, ja, da ist einfach mal ein bisschen viel mit dem Eimer geschleudert worden. Auch der Fußboden, hier sehen wir jetzt, also natürlich nichts Schieres, Blankes, sondern sehr schön, vermeintlich ein bisschen dreckig natürlich gemacht. Hedwig guckt auch mal vorbei, guck mal da, die Eule. Und das ist da oben dann vom Dach aus gesehen. Und schließlich und endlich gibt es noch eine, ja, wie soll man sagen, natürlich eher gruseligere Pandemiephase, nämlich die Pest im 14. Jahrhundert.
Und natürlich damals nicht mit den medizinischen Möglichkeiten wie heute ausgestattet. Auch viel Irrglaube, woher die Pest denn kommt, ob man das mit Gebeten dann wieder austreiben kann. Naja, also all dieses und noch viel mehr steckt also in dieser Vitrine. Und da sehen wir schon, das sieht schon irgendwie anders aus. Da hat sich ein bisschen was verändert an den Gegebenheiten. Da ist viel Kirche. Nun gut, die gute Juna hat es da noch ganz gut getroffen. Das sieht ja fast wie so heute noch in einem Impfzentrum aus. Aber ja, da sehen wir schon, der eine, den hat es da schon dahin gerafft, glaube ich. Und Leute in Schwarz, die, glaube ich, dann jetzt auch nicht die Stimmung heben da, kümmern sich also um die Pestkranken. Und auch draußen merkt man, da ist alles irgendwie, die Bäume sind kahl, es ist irgendwie alles grauenvoll. Und auch hier auf dem Friedhof liegen sie dann. Ist natürlich, muss man sagen, auch so eine zweischneidige Geschichte. Während überall dann da auch so Dämpfe aufsteigen. Sowas so darzustellen, es hat natürlich auch irgendwie was Witziges, was es natürlich von der Realität überhaupt nicht hatte. Ne? Also wenn da diese Gesichter sind, diese Minifiguren-Gesichter, die so diesen Totenkopf darstellen, dann grinsen die ja eher. Dann kommt hier der Sensenmann im Skelett. Gut, es ist lange her. Ansonsten übrigens schön, finde ich hier wieder diese Steine da, die dann so ein bisschen auch so sehr holprig da gebaut sind. Viele Gräber. Es ist lange her, aber nichtsdestotrotz weiß ich auch nicht, wie man es anders machen soll. Ne? Also alles nur auf Grusel und Schlimm macht es dann, glaube ich, auch nicht. Also da muss man dann mit der entsprechenden Distanz wahrscheinlich sagen, dann sollte man diese Phase A natürlich auch nicht aussparen und dann gehört sie eben auch dazu und dann darf es auch an einigen Stellen ein bisschen skurril sein. Ja, wie hier dann also auch dann einer entsprechend eingebuddelt wird. Ja, guck mal, selbst die Wagen sind kaputt. Da wird bewacht, dass da keiner so richtig reinkommt. Hier wird nochmal Trost gespendet oder was auch immer. Ein bisschen Licht ist da hinten. Ich sag ja, alles ist irgendwie schöner mit ein bisschen Licht. Ja, und selbst hier oben sind noch sogar so ein paar Lagerräume. Die Fische schwimmen auch schon oben. Jo, gut. Damit sind wir allerdings mehr oder weniger auch durch. Ja, also da, oh Gott, die Geier warten auch schon da. Nicht? Nö, also mehr ist es zwar auch nicht, aber ich habe bei weitem auch nicht alles an Details gezeigt. Also da kann man wirklich schön noch länger sich das Ganze angucken. Und ansonsten ist ja auch noch das ganze Restmuseum, zwar ohne Lego, aber mit vielen spannenden Informationen zur Hanse und dieser wirklich sehr spannenden, interessanten und aus heutiger Sicht natürlich auch mit einigen Skurrilitäten verbundenen Zeit dann dort zu begucken. Und deswegen sei das, also wenn man sowieso schon mal in der Gegend ist, von meiner Seite empfohlen, das auch sich mal anzugucken. Ich sage ja, da gibt es auch zum Beispiel Gerichte und Gefängnisse. Das ist direkt daneben. Also wenn man rausgeht aus der Lego-Ausstellung, kann man sich direkt einbuchten lassen, inklusive Schüssel. Bitte nicht draufsetzen, ich glaube, da ist kein Wasser drin. Ja, also das ist interessant. Guck mal, auch solche Räumlichkeiten, da bin ich dann rausgegangen und dann kommt man plötzlich dann durch solche Hallen. Also da ist wirklich viel Geschichte, auch schon in den Räumlichkeiten als solches, ohne dass da irgendwelche Exponate dann drinstehen. Langer Rede, kurzer Sinn. Die gesamte Ausstellung also noch bis zum 7. November im Hanse-Museum in Lübeck, wo man dann vom Dach oder beziehungsweise wenn man rausgeht, um die Ecke diesen Blick auf die Trave haben kann. Und nicht allein deswegen, aber es lohnt sich definitiv, da mal hinzugehen. Vielen Dank auch an das Hanse-Museum, dass ich die Drehgenehmigung bekommen habe für diese Bilder und hat sich gelohnt, finde ich. Bis bald und tschüss.